Echt ein ziemlich hässlicher Typ. Hey, dich kenne ich doch. Du warst so eine Art Vertreter, oder? Ja, ich habe früher für Wondermatic Industries gearbeitet. Wie auch immer. Du solltest deinen Vorgesetzten mal erzählen, dass euer Zeug echt gefährlich ist. Das wird schwierig. Ich bin gefeuert. Wie kommt's? Tja, ich hatte ein bisschen eine schwere Zeit. Konnte nicht mal ein Heftklammerapparat an den Mann bringen. Ich verlor beinahe mein Haus und hatte Schulden bis über beide Ohren. Aber dann machte ich das Geschäft des Jahrhunderts. Das Geschäft, das jeden Vertreter von Neid erblassen ließ. Ein Geschäft, das sogar den Tod selbst beeindrucken würde. Klingt toll. Tja, naja, ich brachte einen armen Schlucker dazu, fast das ganze Sortiment zu kaufen, aber... Aber? Einer meiner Vorgesetzten kriegte das spitz und kam mir zuvor. Ist nicht wahr. Und was dann? Bin zu ihm hin und hab ihn umgelegt. Ohne Scheiß jetzt? Unter uns, ganz so war's nicht. Weißt du, die Leute übertreiben ja gerne. Tatsächlich habe ich ihn kaum berührt. Seine Krawatte verfing sich im Aktenschredder. Was für eine Sauerei. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Übrigens, der Schredder, war das ein Wondermatic? Ja. Jetzt, wo du sagst, fällt's mir auch auf. Die Geräte sind echt gefährlich. Was hältst du von dem Laden hier? Tja, gar nicht so übel, wenn man sich etwas eingelebt hat. Erst ist es ziemlich hart. Die Neulinge haben's am schwersten. Was du nicht sagst. Irgendwann vergessen sie dich. Kleiner Tipp, verhalt dich einfach unauffällig. Zu spät. Verstehe. Weiß nicht, ob das möglich sein wird. Ich scheine ja schon einen gewissen Ruf hier drin zu haben. Stimmt. Die Leute erzählen üble Sachen. Ich muss einmal kurz raustappen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. So. Was für Sachen? Komm schon, mach dir keine Gedanken. Vergiss es einfach. Oder es wird nur unnötig hart. Du weißt ja gar nicht, wie recht du hast, Kumpel. Weißt du, wie man Sprengstoff selber herstellen kann? Sprengstoff? Sehe ich aus wie jemand, der sich mit Sprengstoff auskennt? Eigentlich nicht, aber man weiß ja nie. Nun ja, tut mir leid. Meinst du wirklich, du solltest mit Sprengstoff rummachen? Der ist nicht für mich, sondern für einen Freund. Na sicher. Kennst du jemanden, der mir weiterhelfen kann? Mit deinem Ruf glaube ich kaum, dass viele Leute überhaupt was mit dir zu tun haben wollen, geschweige denn dir helfen. Nicht alle sind so wie ich. Obwohl was? Vielleicht kannst du Sleazy fragen. Der Typ kann wirklich alles besorgen. Hab ich schon gehört. Mit dem haben wir auch schon geredet. Kennst du die Typen, die man die Schwestern nennt? Klar, die sind hier ziemlich bekannt. Aber so freundlich wie die tun, sind die in Wirklichkeit gar nicht. Tja, naja, versteht sich irgendwie von selbst, oder? Glaub mir, die willst du nicht als Freunde haben. Oh, das glaube ich gern. Ich wollte bloß in die Bibliothek rein und die stehen vor der Tür Wache. Ich komm nicht rein. Dann lass es. Das ist Plan B, aber hier scheint es nicht viel Beschäftigung zu geben und ich muss so langsam echt mal wieder ein gutes Buch zur Hand nehmen. Ich weiß, was du meinst. Und weißt du was? Ich helf dir, Neuling. Aber du schuldest mir was, okay? Ja, klar. Die Schwestern haben so eine Art Codewort. Ein Passwort? Ja, so eine Phrase, die sie benutzen. Wenn du ihnen klar machen kannst, dass du dazugehörst, müssen sie dich durchlassen. Woher willst du das wissen? Sagen wir mal, wir hatten schon miteinander zu tun. Willst gar nicht so genau wissen. Wie lautet das Passwort? Red mit ihnen und benutze diese Worte. Klaatu Barada Nikto. Das kenne ich irgendwoher. Wiederhole. Klaatu Barada Nikto. Nochmal. Reicht schon, ich hab's gespeichert. Sehe ich wie irgend so ein Vollidiot aus, oder was? Danke, du hast dein Gut bei mir. Na dann, bis später. Man sieht sich, Neuling. Alles klar. Ah, hier kommen wir nicht weiter, oder wie? Okay. Wenn's hier Tribünen gibt, muss es auch eine Menge Veranstaltungen geben. Vermutlich haben die alle irgendwie mit Spucken zu tun. Hab ich mir auch gerade gedacht. Mir ist jetzt nicht nach Sitzen. Okay, dann gehen wir wieder zum Vorhof. Und nochmal die andere Seite lang. Was haben wir hier? Einen Schlauch. So ein Schlauch, wie ein Mr. Carradine zum, naja,
wie ihn Mr. Carradine hatte. Mitnehmen. Eine alte Harke. Mitnehmen. Nur ein paar vertrocknete Blätter. Mitnehmen? Der erste Baum, den ich seit Monaten sehe. Den soll ich ausreißen? Könnte ich machen, aber besser nicht. Oh. Ast. Ein Ast wie jeder andere auch. Ich lasse mich zwar gerne Mr. Fantastic nennen, das heißt aber nicht, dass ich Gummiarme habe. Worte. Stelle für Absperrhahn, Wespen, Wasserhahn. Trog. Wespen. Meine alten Erzfeinde. Solange die da sind, kann ich den Wasserhahn nicht verwenden. Ja, klar. Einfach so. Jo. Da stecke ich meine Hand nicht rein. Da sind Wespen drin. Da stecke ich mein... Okay. Total ausgetrocknet. Kann ich nicht mitnehmen. Da stecke ich... Okay. Der Kürbis sieht aus, als würde er schon lange rumliegen. Mitnehmen. Riecht ziemlich nach Scheiße. Da ist ein Vorhängeschloss dran. Das ist ein Schloss-O-Matic 9000. High-End-Vorhängeschloss. Mit manchen Sachen kenne ich mich aus. Ohne Schlüssel geht hier gar nichts. Verdammt. Vernachlässigtes Feld. Schätze, hier soll man was hinpflanzen. Ich kann die Erde nicht mit bloßen Händen aufbrechen. Ah. Tja, ich bin zwar kein Fachmann, aber das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt zum nächsten Schritt. Der Kürbis sieht aus, als... Geht das? Ich glaube nicht, dass dem je wieder Wurzeln wachsen. Oh, schade. Ein paar Stücke Holz, die zusammengenagelt und in den Boden gerammt wurden. Mach ich lieber nicht. Ein alter leerer Kartoffelsack. Sind noch Kerne drin oder so? Nee. Ah, warte mal. Es gibt keinen Grund dafür. Ah, schade. Okay, wir müssen irgendwie die Wespen da wegkriegen. Jetzt müssen wir Murray irgendwie ablenken. Schätzungsweise. Ah, scheiß auf den. Die fast... Kätzchen, willst du einen Sack? Nee. Nur ein paar vertrocknete... Moment, dann gehen wir jetzt mal zu den Schwestern. Ich feier das immer noch. Was? Wo ist der Typ hin? Ich krieg ihn nicht. Kann ich den hochstemmen? Soll ich dem überhaupt helfen? Maßband. Da muss. Es geht hier leider nicht rein, ne? Geht nicht. Das Loch im Glas. Kann ich das damit flicken? Nein, damit? Nicht. Das wird nicht. Lieber. Schade, okay. Oh. Tut mir leid, dass ich nochmal störe. Was denn noch, Frischfisch? Okay, dann sage ich mal den Zauberspruch. Wovon redest du? Gott salutes you. Klaatu. Salutio. Errungenschaft. Nektar? Nektar? Nickel? Ah, scheiße, wie war das nochmal? Ich weiß, es ging mit N los. Wie war das scheiß letzte Wort? Nikto. Das war's. Klaatu Barada Nikto. So, ich hab's gesagt. Also aus dem Weg jetzt, die Bibliothek erwartet mich. Was geht denn bei dir ab? Was soll denn das werden? Uns deaktivieren? So langsam fängst du an, mir auf den Sack zu gehen. Ich dachte, das wäre das Passwort. Das Passwort? Ich glaube, da hat dich jemand verarscht, Kleiner. Du wirst hier eine richtige Lachnummer. Arschlöcher. Willst du's heimzahlen? Ja. Ja, will ich. Willst du ein für alle Mal klar machen, dass man so nicht mit dir rumspringen kann? Ja, sicher. Willst du bis Dienstag überleben? Auf jeden Fall. Also, was muss ich tun? Komm in die Wäscherei und ich zeig's dir. Aber ich warne dich. Wenn du beißt, schlag ich dir die Zähne ein. Nenn mich einfach Wort. Okay, ich weiß, worauf das hier hinausläuft. Und ich passe. Na komm schon. Lass mich nicht hängen.
Ich hatte mir schon Hoffnung gemacht. Gib mir wenigstens einen kleinen Kuss. Ein Kuss? Vergiss es, das ist mir zu brenzlig. Ich hau ab. Ein Kuss. Bis dann. Und sei vorsichtig. Hier drin weiß man nie. Alles klar. Guten Morgen, ich heiße Randall. Bist du der neue Sous-Chef? Nee, ich wollte nur... Dann verpiss dich aus meiner Küche, du Schabe! Aber ich wollte doch nur... Ich will das nicht nochmal sagen. Ich reiß dir die Beine raus! Okay, okay, Mann. Bruno will mich scheinbar nicht in der Küche haben. Ich brauche einen echt guten Grund, damit ich wieder in die Küche gelassen werde. Okay, irgendwas mit dem Essen. Dass ich ihm das Essen zeige. Schätzungsweise. Würde ich jetzt halt so mal sagen. Wenn ich den Kaugummi... Ich glaube, der Typ... Was könnte ich da reinpacken? Kürbis? Versuch einfach mal was. Entschuldige, treib's. Da schon... Trockenes Laub. Hey! Verdammt! Zu lange. Entschuldigung. Da stimmt. Es wird nicht klar. Shit! Es gibt kein... Fuck! Nein! Hallo! Oh, weil der sich im direkten Moment umgedreht hat. Ich kann nichts machen gerade, Leute. Hallo! Spiel, tu mir das jetzt nicht an. Ich kann nicht mehr Escape drücken. Gut, Leute, das war's mit dieser Aufnahmesession. Ich werde bis hierhin nochmal alles machen, was ich gerade gemacht habe. Leck mich, Spiel. Ich hasse es. Sowas hasse ich wie die Pest, wisst ihr das? Wenn sowas passiert. Ich hasse es. Oh. Alt F4. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Hallo, Rümeni, Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Randall's Monday. Ich habe wieder bis hierhin gespielt. Ich weiß nicht, ob das alles immer noch in der richtigen Reihenfolge ist. Ich habe das vielleicht ein bisschen anders aufgesammelt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt überlegt, wir spielen mit dem trockenen Kürbis Baseball, Basketball. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Schade. Okay. Lenken wir mal Murray ab. Murray? Oh! Was zum Geier ist denn mit dem Koch los? Ja, der ist schlecht drauf. Aber er kann nichts dafür. Oh. Als er klein war, hat ihn sein Vater gezwungen, seinen Hamster aufzufressen, als er sein Zimmer nicht aufgeräumt hatte. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Damals entstand wohl sein fieser Charakter und seine Kochleidenschaft. Erstaunlich, aber wissen Sie was? Ich koche auch leidenschaftlich gern. Willst du damit sagen, dass du in der Küche arbeiten willst? Naja, ja. Das wäre echt toll. Da gibt's sicher eine Menge Zeug, das ich in meinem Inventar ganz gut machen würde. Wie bitte? Oh, nichts. Na gut, dann mache ich dich vorläufig zum Sous-Chef. Sag Bruno, dass du sein neuer Gehilfe bist und zeig ihm, was du drauf hast. Danke, Murray. Ich werde mein Bestes geben. Okay, cool. Cool. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Stimmt, bevor wir mit Bruno gesprochen hatten, wollte Randy ja gar nicht mehr mit Murray reden, ne? Stimmt. Oder? Oh, hat das mit Bruno das erst getriggert, alles klar. Hallo nochmal, mein Freund. Ich will hier... Verpiss dich aus meiner Küche, Kakerlack! Hey, warte mal, Bruno. Ich soll dir hier beim Kochen zur Hand gehen. Wer sagt, dass ich Hilfe brauche? Murray sagt das. Vielleicht solltest du mal ein Wörtchen mit ihm reden. Ich will keinen Ärger mit den Wachen.
Die haben mich eh schon auf dem Kieker, seit ich einem von ihnen mal den Daumen abgebissen habe. What? Oh, okay. Also, was soll ich machen? Ich sag doch, ich brauch keine Hilfe. Aber schätze, du könntest mal mit der Suppe anfangen. Nimm den Topf da drüben. Alles klar. Okay. Hier steht nicht dran, was es ist. Oh. Ein Haufen kleiner Dreiecke. TPS Medic 9000, Sirius, Bedienungsanleitung. Einschalten, Kontrollknöpfe, Schritt 1 auswählen. Den rechten, den linken. Zeiteinstellung. Modell in dieser Anleitung unterscheidet sich möglicherweise von dem, was Sie gekauft haben. Diese Anleitung ist gültig für alle Modelle der CPS Matic 9000 Serie. Okay. Nur kaltes Wasser. Den trage ich nirgendwo hin. Brühwürfel. Die sollen etwas Geschmack ins Essen bringen. Hab die aber noch nie benutzt. Okay. Bruno dampfender Topf. Wokpfanne. Wok. Wer den wohl hier hingetan hat. Kann ich den mitnehmen? Was zum Geier treibst du da, Grünschnabel? Das braucht man nicht zum Suppe kochen. Eins von Brunos Kochutensilien. Was? Den Topf benutzt Bruno gerade. Ich werd's nicht mal probieren. Den benutzt Bruno gerade. Okay. Was für... Okay. Bruno, ich wollte mit dir über was Bestimmtes reden. Provozier bloß nicht meinen Blutdurst. Fang mit der Suppe an und lass mich in Ruhe. Ist das so schwer zu kapieren? Kürbis? Damit wird's auch nicht besser schmecken. Ein Waschmitteltab. What? Blätter. Damit wird's auch... Die Schüssel. Aus dem... Okay. Brühwürfel. Ein alter Kartoffelsack. Nee. Oh. Kistebezüge. Ich denke mal... Nur ein paar vertrocknete... Der Kürbis sieht aus, als würde... Ein alter leerer Kartoffelsack. So ein Schlauch wie eine alte Gefangenenuniform. Sieht ziemlich alt aus. Das ist der Napf. Nur ein Glas. Nur ein Kissenbezug, der irgendwie komisch riecht. Wie? Ein Maßband. Da muss nichts. Irgendwie das Gefühl, ich muss irgendwas kombinieren. Ich weiß noch nicht was. Mit dem Maßband ergibt das eigentlich keinen Sinn, ne? Da muss. Irgendwas? Ich denke. Ich wusste. Jetzt ist es etwas länger. Okay. Lieber nicht. Wie lange ist denn das genau? Da muss nichts Schade. Lieber nicht. Geht das? Lieber nicht. Ja, dann war... Ich hab halt... Lieber... Nee. Ich hab halt das Gefühl, man könnte irgendwie... Warte mal, kann ich die Blätter... Das wird nicht klappen. Ach, verdammt. Irgendwie eine Vogelscheuche oder so bauen, habe ich das Gefühl. Okay, wir haben schon mal zwei Seile. Kann ich? Warte mal. Mir ist gerade eingefallen. Ich kann ja nicht... Ne, hier. Geht nicht. Okay, kann ich den das im Napf mitnehmen? Das Waschbecken ist wirklich winzig. Okay. Der Schiebe. Ich versuch mal eben... Kann ich... Na sieh mal, wer da kommt. Wenn das nicht unser Freund Randy ist. Hast du schon mit Box gesprochen? Hat er dir seinen Necronomicon gezeigt? Hahaha.